Aber bitte, beleidigen Sie nicht die Intelligenz des amerikanischen Volkes, indem Sie versuchen, uns von der unmoralischen und illegalen Kriegspolitik Ihrer extremistischen und rassistischen Regierung abzulenken. Senator Bernie Sanders. Nein, Herr Netanyahu, das ist kein Antisemitismus. Und Sie müssen zur Rechenschaft gezogen werden. No, Mr. Netanyahu. Nein, Herr Netanyahu, es ist weder antisemitisch noch pro-Hamas, dass Ihre extremistische Regierung in knapp über 6 Monaten 34.000 Palästinenser getötet und mehr als 78.000 verletzt hat, wobei 70% Frauen und Kinder waren. Es ist nicht antisemitisch zu sagen, dass Ihre Bombardierung mehr als 221.000 Wohnungen in Gaza zerstört hat, über 1 Million Menschen obdachlos machend, fast die Hälfte der Bevölkerung. Es ist nicht antisemitisch festzustellen, dass Ihre Regierung Gazas Zivilinfrastruktur, Strom, Wasser und Abwasser vernichtet hat. Es ist nicht antisemitisch zu erkennen, dass Ihre Regierung das Gesundheitssystem in Gaza vernichtet hat, indem sie 26 Krankenhäuser stillgelegt und über 400 Gesundheitsmitarbeiter getötet hat. Es ist nicht antisemitisch, Ihre Regierung der Zerstörung aller 12 Universitäten und 56 Schulen in Gaza zu beschuldigen, wobei hunderte weitere beschädigt wurden, sodass 625.000 Studenten ohne Bildungschancen bleiben. Es ist nicht antisemitisch, praktisch jedem zuzustimmen humanitären Organisationen, indem sie sagt, dass ihre Regierung unter Verletzung des amerikanischen Rechts humanitäre Hilfe in Gaza in unangemessener Weise blockiert und die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass in der Tausende von Kindern von Unterernährung und Hungersnöten betroffen sind. Herr Netanyahu, Antisemitismus ist eine abscheuliche und ekelhafte Form von Fanatismus, die vielen Millionen Menschen unsäglichen Schaden zugefügt hat. Aber bitte, beleidigen Sie nicht die Intelligenz des amerikanischen Volkes, indem Sie versuchen, uns von der unmoralischen und illegalen Kriegspolitik Ihrer extremistischen und rassistischen Regierung abzulenken. Benutzen Sie Antisemitismus nicht, um die Aufmerksamkeit von der Anklage abzulenken, mit der Sie vor den israelischen Gerichten konfrontiert sind. Es ist nicht antisemitisch, Sie für Ihre Taten zur Rechenschaft zu ziehen.